So, da sind wir wieder. Also Gewitter schon wieder quasi vorbei. Das war wurde einmal schnell windig. Hat einmal laut gedonnert, habt ihr mitbekommen wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob das Mikrofon mit aufgenommen hat, aber wahrscheinlich. So laut wie der war. Ja. Und jetzt ist draußen wieder ruhig. Wow. Nein, ich wollte rauf. Danke. Und ab geht die Post. So, während ich schwimme, kann ich in Ruhe mein Trinken machen. Frischer, gesunder Kümmeltee. Ah. Oh ja, der war gut. So, okay, wo waren wir da? Ab nach Hause und diese Folge will ich jetzt erstmal anfangen. Dass wir uns ein Feld bauen. Also praktisch zum Anbauen von Getreide. Mehr haben wir ja noch nicht. Weil man kann nämlich auch noch verschiedene Sachen anbauen. Zum Beispiel weiß ich persönlich von... Ist das eine Sonnenblume da hinten? Das sieht ja so riesig aus. Ja doch, das ist eine Sonnenblume. Lol. Ich weiß zum Beispiel noch von Morim und von Kartoffeln. Dass man die auch anbauen kann. Und deswegen werden wir uns relativ schnell auch auf die Suche machen nach diesen Sachen. Weil Morim gibt es bei bestimmten Orten bisher, habe ich die gefunden. Beziehungsweise gibt es auch, werden die auch ab und zu von Zombies gedroppt. Und bei Kartoffeln, die werden auch von Zombies gedroppt. Oder aber die gibt es ansonsten in Truhen. Bleib hier. Dankeschön. Danke. Das hier eigentlich. TV, dort, Swap. Kriegt man daraus irgendwas? Wo ist denn das jetzt überhaupt? Hä? Haben wir überhaupt was bekommen? Hallo? Ah ne, der kriegt man gar nichts. Ach, Stöcker kriegt man. Nice. Gefällt mir. So. Ab zu unserem Safe Spot und dann wird gesafe spotted. Via Spotify.de. Schwarze Schafe, ist ja auch mal nett. So viele Tiere. Übrigens, ob das hier unser letztendlicher Spot wird, weiß ich nicht. Ist auch eher unwahrscheinlich, weil ich würde auf jeden Fall zum Beispiel unten an den Strand gehen. Das hier oben ist mir einfach zu ungünstig von der Lage her. Deswegen machen wir es jetzt gleich. Danke. Und gehen hier unten hin. Da haben wir hier auch so eine schöne Einbuchtung, ist also auch von der Lage her eher günstig. Müssen wir nur gucken, ob wir hier irgendwelche Sachen haben, die uns selber geblitzt werden können. Gut, okay. Wir machen erstmal eine kleine Erkundung. Weil da hinten sieht es zum Beispiel so aus, wie als wenn der Strand selber auch grün wäre. Und das wäre natürlich eine sehr coole Sache. Weil das ist eigentlich das, wo ich persönlich letztendlich hin möchte. Dass wir wirklich zu einer grünen Oase, sag ich jetzt mal, gehen. Wo wir auch wo auch der Strand jetzt nicht zuckersandtechnisch ist, sondern wirklich grün ist, so wie das hier. Das macht nämlich das Anpflanzen leichter, weil Anpflanzen ist halt. Ja, doch, sieht doch gut aus. Hier gibt es auch haufenweise Pflanzen. Tiere gibt es hier auch. Okay, beschlossen. Das hier wird unser neuer Hotspot. Gut, dann werden wir also Stück für Stück alles hier rüber scheffeln und den Strand komplett Stück für Stück ausbessern. Ich möchte da überall Sand haben. Also dort.
Na komm. Gott, Alter. Da wäre ja selbst mit dem Laufen schneller. Können wir wenigstens nebenbei noch ein bisschen Fleisch einsammeln. Okay. Also wir brauchen Holz. Dann nehmen wir jetzt erstmal unser Bett mit und so viele Tiere, Alter. Also das ist hier schon. Gerade zum Jagen ist es ja natürlich ein besserer Ort. Aber wie gesagt, ich persönlich bin eher immer so einer, der so am Strand gelegen ist. War da was drin? Oh, wir haben ihn gar nicht ausgeräumt. Letztens. Oh, die sind voll. Gut, dann kommt das alles da rein. Perfekt. Haben wir jetzt Holz? Wir haben eine Kiste. Gut, wir klauen es mal noch. Die hier. Dann haben wir nämlich schon mal zwei Kisten. Können wir die nämlich gleich komplett fertig machen. So, wir haben das, das und das. Heißt also, wir haben alles, was wir erstmal primär brauchen für unsere Bleibe. Genau, wir haben den Ofen, das Ding. Ja, haben wir erstmal alles. Okay. Uah. Klar. Hey, jetzt mit dem ganzen Scheiß im Gepäck erstmal sterben. Das wäre so oldschool. Und wir müssen dann auch noch unseren Pfeil anpassen. Weil der Pfeil zeigt jetzt auf eine komplett falsche Stelle. Gut, andererseits haben wir den Pfeil ja auch nur gemacht, weil wir da ja unsere Dungeon gesucht haben. Wir hätten den Pfeil also sowieso wieder abbauen können. Nein! Wir können Hühnchen nicht mitnehmen. Warte, was schmeißen wir weg? Ja. Fuck. Kriegen wir denn sowieso wieder. Oh Gott. Klar, fliegt doch in der Luft, Junge. Das macht doch so viel Sinn. So. Hier an dem Punkt lassen wir uns nieder. Das heißt also einmal unser Bett und als allererstes die Kisten. Die Frage wäre nur, wo genau? Es wäre auch von Vorteil, wenn wir uns hier ein richtiges Haus bauen würden. Ja doch, ich glaub mal, gut, wir stellen uns das Bett erstmal hier hin, irgendwo. Genauso wie die beiden Kisten. Dann ziehen wir erstmal temporär hierher und werden dann aber sehr schnell hier ein bisschen Land abtragen, damit es hier ein bisschen ebener wird und dann hier ein Haus bauen. Ich glaube, das Ganze macht ein bisschen Sinn. Oh, wenn man vom Teufel spricht. Keine Zombies? Keine Zombies? Ich sagte keine Zombies. Hallo? Er hat einen Zombies.exe? Gut. Damit haben wir den neuen Speicherpunkt gleich mal eingeweiht. Ich bin auch voll Idiot. Renne ich mit vollen Taschen zu den anderen Kisten, um da ganz Zeug mitzunehmen. Intelligenzbeste hoch 20.
Dankeschön. Die Sonnenblumen sind schon ganz schön groß, ey. Halleluja. So, jetzt darf ich keine Tiere abschlachten, weil sonst haben wir wieder ja, Plätze im Inventar belegt. Schade um die ganzen Tiere. Die wollen doch alle geschlachtet werden. Das überlebe ich nicht. Ja, das überlebe ich nicht. Gras gibt es ja auch eine ganze Menge. Allerdings haben wir mittlerweile schon ein bisschen Saatgut, von daher. Das kommt raus. Das kommt raus. Brauchen wir alles nicht. So, dann nehmen wir mal die ganzen restlichen Krempel mit. Und die Kiste ausleeren wird es relativ einfach. Wir müssen mich einfach nur die Kiste zerstören. Und dann droppt alles. Tada! Magic. The Gathering. So, gucken wir, ob wir noch ein paar freie Plätze haben. Ja, wir können also wieder Tiere schlachten. Sehr schön. Vorzugsweise Schweine und Kühe. Also, weil ich gerade welche sehe, die genau in die falsche Richtung laufen. Ja, Arschlöcher! Nee, ich glaube, es kommt in die falsche Richtung. Oh! Okay, also doch nur Schweine. Und ein paar Hühner. Ah ja. Hühner auch? Ja, doch, Hühner auch. Möchte man nämlich jetzt auch die Federn mit? Oh! Ach ja, doch, ich hab doch schon alles gut. Sehr schön. Und das macht die Sache wesentlich einfacher. Gut, dann sind wir gleich an unserem neuen Punkt und können dort schon mal alles einweihen. Und dann auch anfangen, endlich mal das Feld zu bauen. Brauchen wir erstmal eine Hoe. H-O-E. H-O-E. Hätte B-S-C. So, die ganze Scheiße kann hier alles weg. Wisst ihr was? Euch nehme ich am besten gleich mal mit. Dann pflanzen wir den Kack gleich mal. Der ganze Dreck kann alles weg. Alles weg. Alles in die Kisten. Alles in die Kisten. Dankeschön. So. Machen wir am besten. Den Baum werden wir dann nämlich auch schön beleuchten, also schön mit Kerzen ausstücken. Da kann man unser Haus nämlich von Weitem erkennen. So, und hier brauchen wir erstmal eine Hau. Wo ist unsere Workbench? Da. Workbench kommt nach... Ja, wo eigentlich hin? Machen wir hier. So. Achso, ja. Danke. Wir brauchen ein bisschen Gestein und ein paar Stückchen. So, eine Hau war einfach nur das hier und Quatsch, was mache ich denn da? Andersrum bitte. So, perfekt. Schon haben wir eine Hau. Hätte eigentlich auch aus Holz gereicht, aber egal. Machen wir es jetzt gleich richtig. So, ihr könnt komplett weg. Euch brauche ich hier nicht mehr. Da haben wir da hinten noch mehr als genug. Und jetzt, achso. Ich bin das mit intelligent. Das hier brauchen wir auch noch. Okay, fangen wir erstmal mit 4 an. 1, 2, 3, 4. Und jetzt schon einpflanzen. 1, 2, 3, 4. Perfekt. Gut. Das war's erstmal dafür. Dann werden wir jetzt mal schon anfangen. Ich brauche noch mal eine Schippe. Am besten gleich mehrere. Eins, zwei, drei. Lassen wir hier eine kleine Lücke. Ja doch, wir machen eine kleine Lücke. Also für eine Steinschuppe ist die echt schnell.
Hätte ich gedacht, dass eine Steinschippe so schnell ist. Geh weg, blöder Hund, ey. Manchmal habe ich das Gefühl, die Tiere wollen einfach sterben. Ah, Bob ist fertig. Sehr schön. Wobei, ich kann schon mal überlegen, wie ich das ein bisschen architekturmäßig mache, weil ich mir fällt gerade ein, am besten wäre es eigentlich, wenn sich mein Haus so in den Berg einfügt. Das heißt also, ich werde den gar nicht hier gleichmäßig abtragen, sondern ich werde praktisch hier wie so reinschneiden, sodass praktisch diese Schräge hier richtig steil wird und direkt in der Schräge ist dann mein Haus eingearbeitet. Ted. Dann brauche ich allerdings hier noch ein bisschen mehr, was hier so das hier angeht. Das heißt, ich werde hier einfach direkt gerade lang gehen. So, wir haben einmal Fußboden, dann haben wir 2 bis 3 für die Bebauung und 1 fürs Dach. Heißt also, unser Haus wird bis zu dieser Kante hier gehen. Oh. Das muss dann also alles noch weg. Ich fühle mich gerade echt menschlich. Komme in ein neues Gebiet und verschachtel schon die gesamte Natur. Ah, braucht doch gar nicht so zu lachen. So etwas nennt sich Zivilisation. Ihr Bitches. So. Habt ihr ja schon wieder abgetragen. Und ich kann mir den auch gebrauchen. So, am Anfang soll das hier alles mindestens 2 hoch sein. Gut, bauen wir uns mal ein paar Schippen oder gehen dann gleich mal ins Bett. Hätte ich nicht gedacht, dass die Schippen schon so schnell leer sind. Also leer gehen. Leer werden. Er fährt diese scheiß deutsche Sprache von hinten. Der gehört illegalisiert und weggesperrt. Hmm.
So, die letzte sieht schon mal gut aus. Oh, da muss ein Slenderman. Okidoki. So, und ab hier beginnt unser Haus. Armes Schiffchen. So, ich nehme mal noch ein bisschen Dreck und klappe das hier hin. Da halt unser, die Eingangstür schon zentriert ist. Beziehungsweise eigentlich macht das hier überhaupt keinen Sinn. So, das hier ist Dreck, dann kommt hier die Decke hin. Brauchen zwei für einen Wohnraum. Okay, dann macht es doch Sinn. Nein. Das da. Oh, das kommt dann weg. So, hier kommt denn so ein Gestein rein. In dem sitzt dann auch die Tür. Die Tür ist... Ach so, scheiße. Hier sind ja nur zwei hoch, oder? Fuck. Egal. Ist trotzdem drei hoch. So, wir brauchen, damit wir hier auch noch ordentlich reinlaufen können, brauchen wir drei. Okay. So, dann brauchen wir zwei Treppen. Ah, gut, kriegen wir vier Stück, ohne weiter schlimm. Der kotzt mich jetzt schon an. Die zerfliegen immer alles. So, und der Rest kommt ja nicht mit ausgekleidet. Hier kommt in die Eingangstüren rein. Und wie ich denn den Fußboden von dem Haus auskleidet, ist dann eine Frage, die ich mir dann stellen werde, wenn es weit ist. Jetzt will ich ungefähr erstmal hier alles abtragen. Das heißt, ich muss noch eins hier abtragen. Schließlich soll hier auch noch in die Decke rein. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Du kleiner Arsch, du. Komm, die bring ich jetzt um hier. Boah, der macht ja einen schönen Schaden. Arschloch. Mit dem jetzt alles auseinander. Sie sieht hier bald aus wie Schweizer Käse. Apropos Schaden, ich sollte mal was essen. So, von der Tiefe her passt das schon mal. Die Frage ist nur, wie breit soll das Ganze werden? Ich würde mal sagen, Wohnraumfläche von 6 heißt also insgesamt 8. Na komm.
Wir bauen den ganzen Tag. Eigentlich fällt mir gerade ein, die untersten drei bräuchten wir gar nicht abbauen, weil diesmal sowieso nicht. Halt also. Die kann dann eigentlich so bleiben. Genauso wie wir oben auch sogar zwei reinlassen können. Aber ich möchte nämlich oben eine Verzierung reinbauen. Und da muss ich dann mal ganz kurz überlegen, wie die denn aussieht. Ich werde erstmal kleine Sample statuieren. So, heißt also, angenommen, wir haben jetzt das hier für die Decke und das für die Wand. Dann soll da sowas noch ran. Das heißt also, wir brauchen sowohl den als auch den da drüber nicht. Wir können also auch das da komplett lassen. Wir hätten also die Reihe praktisch auch noch lassen können und brauchen hier oben auch nur das hier abtragen. Jetzt war es richtig? Ja, ist gut. Ja doch, genau. Also der da muss noch weg. Der da muss auch weg. Und das kann dann alles, nee, Quatsch, hätte auch bleiben können. Na gut. Lassen wir es mal so. Was jetzt? Da. Ich bin gerade verwirrt. Die Form von der Wurffläche geht bis hier. Das heißt also, das muss noch weg. Perfekt. So, und hier dann das gleiche. Heißt also, die Wohnfläche geht bis da. So. Wenn meine Berechnungen richtig sind. Was? Alle drei Spitzhacken weg? Nee. Wieso sind sie denn da oben irgendwo? Mich verarschen? So. Achso, dass hier unten doch wieder bleiben können. Genauso wie hier oben eigentlich doch alles bleiben kann. Hätte bleiben können. Egal. Scheiße, jetzt hätten wir noch bleiben können. Ach Mann. Gut, habe ich wenigstens euch gefunden. Ich bin voll. So, und dann brauchen wir irgendwas zum Verkleiden des Hauses. Und da hätte ich gerne ein bisschen Leben. Und so wie es aussieht, gibt es hier ganz viel Leben. Ja, das ist alles Leben. Geil. Dann sind die hässlichen Lehmflecken hier an meinem Strand weg und ich kann gleichzeitig den. Was machen die denn da alle? Tanzen die jetzt oder was? Digga, es war ja fast Gleichtakt. Na gut, wir lassen es erstmal hierfür. So, nee, da sind nämlich die Lehmflecken weg und wir können das Lehm gleich benutzen für das Haus. Von daher, bis dann.